Aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? So, willkommen zurück zur zweiten Folge von Assassin's Creed 4 mit mir, dem Finjo von dem Game Award TV. Ich spüre den Wind in den Haaren. Und ja, jetzt redet er mir hier dazwischen. Sie haben etwas sehr Frisches. Ah. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Okay, so. Das ist die beste Art, es zu sein. Okay. So, ich hoffe, die lassen mich jetzt ausreden. Nämlich, wir waren stehen geblieben auf dem Boot. Wir haben noch nicht das Ruder in die Hand genommen, sagen wir so. Und ja, jetzt müssen wir manuell nach Havanna fahren. Ich habe gerade auch schon mal kurz eine kleine Aufnahme gemacht, aber da hatte ich kleine Frame-Einbrüche. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Aber irgendwie habe ich jetzt hier schon wieder Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte jetzt gerade nämlich... Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Ich hatte gerade nämlich wirklich instant 60 Frames und auf einmal nur noch 15. Vielleicht liegt es einfach nur an diesem Ort hier. Hoffe ich jetzt zumindest. So. Und diese Leute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Ach, Quatsch. So. Stopp! Bram! Nachsegel! So. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meerenge. Okay. So, und ich hoffe, die reden mir nicht so dazwischen. Also, die reden mir nicht so oft dazwischen. Ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und so. Okay, er labert einfach nur irgendwas. Okay, dann müsste ich irgendwie versuchen, hier gleich zu wenden. Und ich hoffe, dass die Frame-Einbrüche auch gleich vorbeigehen. Uhr S, um das Schiff abzubremsen. Ein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen rumverschmeißen. Okay, ich muss das Schiff wohl gleich abbremsen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. So. Wie schneller S, Stopp, Deckung halten. Bereit machen für Aufschlag! Achso, okay, okay. Okay, oh, 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 da will ich nicht lang. So, und jetzt... Krieg jeden fetten Stoff in den Wind. Ah, jetzt habe ich auch schon wieder instant 60 Frames. Das ist schon mal gut, dann war es nur an der kleinen Stelle. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Anfang ein bisschen gefailt, aber naja, was soll's. Ja, jetzt habe ich auch wieder instant 60 Frames. Und ich hoffe, ich komme jetzt hier ungeschadet davon. Müsste aber eigentlich gehen. So, ich war jetzt gerade nur ein bisschen so leise, weil ich nicht wusste, ob ich... jetzt weiter aufnehmen soll mit mein... Öffnet die Hauptsegel! Okay, so. Und jetzt können wir hier auch weiter rausfahren. Und jetzt müssten wir es eigentlich geschafft haben, aus der Bucht zu kommen. So. Kann ich irgendwie rausholen? Nee, aber ich kann so gucken. Ich hier fahre, aber ich glaube, so ist das jetzt gerade nicht so eine gute Idee. Vor allem... Wow. Oha. Geil. Also sowas finde ich wirklich geil, so kleine Gimmicks, wie so ein Wal, der so auf einmal aus dem Wasser kommt. Und ich merke auch schon, dass der Wind mich so leicht nach rechts trägt. Also ich fahre manchmal rechts, obwohl ich es gar nicht will. Oh. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Helden werden nicht geboren. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Was? Nach oben. Ah, ja. Danke. Okay. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Bon,
Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich hier sein soll oder was das hier ist. Ich gehe einfach mal mit. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht in der Zeit, wo ich gerade gedacht habe zu sein. Und ja. Beeindruckend, nicht? Ja. Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Okay. Seit 2010. Ja, ich bin jetzt wohl in der Neuzeit. Klingt verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Okay. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Ah. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Also bin ich sozusagen ein Beta-Tester eines Spiels. Eine Minute, d'accord? Also ich bin sozusagen ein Beta-Tester eines Spiels oder ein Alpha-Tester. Oh, danke, Nancy. Und Bonjourne. Für ein Spiel, wo man halt wirklich drin ist, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Sword Art Online. Magnifique, merci. Okay. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Okay, was muss ich jetzt machen? Was steht da? Leertaste ist gleich mit. Nee, linke Maustaste meine Daten. Okay, Angestelltenausweis. Ich bin also ein Angestellter des Abstergo Entertainment Angestelltenausweis. Nee, fail. Ich bin ein Angestellter von Abstergo Entertainment. Ja, und. Dass die Sicherheit hier etwas lax ist, oh, scheiße, das wollte ich jetzt. Oh, was ist das denn? Eine Nachricht. Melanie LeMay oder LeMay. Bienvenue. Okay, irgendwie habe ich hier im Menü gerade manchmal leichte Frame-Aussetzer. Ich weiß auch nicht warum. So, kann ich jetzt erst das wieder schließen? So. Ach so, jetzt habe ich halt unten rechts sozusagen mein, sagen wir mal, Tablet in der Hand. Und ich finde das hier auch sehr geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Also, das Gebäude sieht ziemlich atemberaubend aus. Ich habe mir fehlt auch gerade ein bisschen die Sprache, weil ich so mit sowas überhaupt nicht gerechnet hätte. Und ich finde das auch geil, da hinten mit der Führung und so, so ganz kleine Gimmicks. Und komme ich hier eigentlich auch lang? Weil ich wende mich gleich mal kurz von der ab. Vielleicht gibt es ja so Verstecke. Ah ne, ich komme halt. Komme ich hier lang? Nein, leider komme ich hier nicht lang. Kann ich damit irgend. Bereit? Dann los. Irgendwelchen Leuten sprechen? Nee, geht auch nicht. Egal, dann gehe ich da jetzt einfach mal hinterher. Mal gucken, was mich sonst noch erwartet. So. Okay. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Was? Also kann ich jetzt sozusagen. Nee, so nicht. Wie muss ich. Ah. Nee. Warte. Wie geht das jetzt? E vielleicht drücken? Ah. Und jetzt. Etage 2, so. Okay, ist noch ein bisschen kompliziert. Boah, schon wieder auf Escape. Ich drücke mal auf Escape. So. Ist noch ein bisschen kompliziert, aber finde ich eigentlich geil gemacht. Also sowas sollte es mal auch in der Neuzeit geben. Oder sowas gibt es bestimmt schon in der Neuzeit. Bestimmt so als App oder so. Ah, unsere Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell. Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage.
Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles, wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Boah, also das sieht hier wirklich extrem geil aus. Boah, ich dachte, da liegt einer tot. IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Boah, geil. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Boah, echt. Ich muss echt sagen, das ist echt wirklich geil gemacht. Und hier ist auch eine Trophäe. Kann ich irgendwie auswählen? Wahrscheinlich hier. Nee, so kann ich hier nicht auswählen. Schade. Auf jeden Fall, das wird mir bestimmt als Trophäe angezeigt. Hier werden bestimmt meine ganzen Trophäen gespeichert. Hier ist der Bildschirm. Da kann ich wahrscheinlich gleich auch noch drauf zugreifen mit meinem Tablet. Ist hier sonst noch was? Nein. Gehe ich erstmal ein bisschen rum. Guck mir das Ganze erst einmal an. Kann ich hier rein? Nein. Aber ich kann zuhören. Okay, die reden auf Französisch. Da verstehe ich leider kein Wort von. Kann ich die Leute hier ansprechen? Auf mich hatte der Animus eine ganz ähnliche Wirkung. Sollte das nochmal passieren, dann sprich doch mal mit Melanie. Nee, also die sprechen auch ein bisschen leise. So, komme ich denn hier rein? Nein. Und kann ich mit denen sprechen? Auch nicht, aber speichert die. Aber und hier ist ein QR-Code. Also ich kann den sozusagen. Oh, jetzt bin ich schon auf meine Daten gegangen. Gibt's doch nicht so. Und jetzt kann ich mit E. Haftnotiz 7. Nehmen Sie das Kino, das uns wie ein kluger Mann einst sagte, 24 Mal pro Sekunde Lügen auftischt. Nehmen Sie den. Ich habe schon Pornografen gelesen, obwohl ich meinen Phonografen, der Geräusche aufzeichnet, die in ihrem Wesen vergänglich sein sollen. Nehmen Sie das Fernsehen, das ganz offensichtlich dumm ist. Okay, und weiter. Hier, ihr könnt ja weiterlesen. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie zu lesen. So, ach und das ist auch nur eine Notiz, okay. Dann gehe ich jetzt hier einmal kurz wieder raus. So, ach und da steht sogar gesammelter. Oh, ich habe schon wieder Escape gedrückt, das gibt's doch nicht. So, und ich muss halt sozusagen Haftnotizen sammeln, das war eine. Und ich habe auch eine bei mir gesehen und ja, ich hatte gerade irgendwie. Weiß nicht, manchmal hat das Spiel bei mir so leichte Frame-Einbrüche. Ich habe jetzt 60 Frames, dann geht es wieder runter auf 30, dann auf 20, aber naja, was soll's. Ich hoffe, euch stört es jetzt erstmal nicht. Und was macht er? Ist wahrscheinlich gerade mächtig am Suchten. Der alte Suchti. Ah, den werde ich bestimmt später noch kennenlernen. Also wird meine Freude sein. Aber er fährt also auch gerne Skateboard, Inliner und hat auch schon ein paar mehr Trophäen als ich. Und mag chinesisches Essen. Was man so alles über die ganzen Mitarbeiter hier herausfindet. Aber das erinnert mich wirklich ein bisschen an Sword Art Online. Vielleicht kennen es manche von euch, manche nicht. Das ist ein Anime, wo man auch mit einer Brille sozusagen in das Spiel hineinkommt. So, und hier ist leider nichts. Kann ich mit der hier reden? Nein, die missachten mich alle. Aber hier. Spiele werden zu Piraten und Assassinen, Gelehrten und Päpsten. Die Geschichte steckt voller Möglichkeiten. Abstergo Entertainment und der Animus. Wir erforschen die Vergangenheit, um in die Zukunft zu bringen. Ja, ein sehr guter Slogan. Hier kann ich auch nichts machen und hier ist auch keine Haftnotiz. Dann suche ich mal weiter nach den Haftnotizen. Ich habe nämlich auch eine bei mir gesehen. Das ist, glaube ich, meins. Ne, das war das Zimmer von dem Suchti. Und hier ist noch ein anderer Suchti, und der hat auch noch ein bisschen mehr Trophäen. Jetzt suche ich mein Zimmer gerade wieder. Hier ist der Ausgang, okay. Ist vielleicht hier irgendwo noch eine Haftnotiz? Nein, die missachtet mich auch. Ah doch, hier ist A. Ah, hier ist sogar eine. So, Haftnotiz 17. Da unsere Werkzeuge genetische Ausdrücke unserer mentalen und kulturellen Aktivitäten sind und wir Ausdrücke ihrer mentalen und kulturellen Aktivität, muss daraus zwangsläufig folgen, dass diese Welt, wie sie jetzt ist und jemals sein wird, ein Ausdruck des ersten Willens ist. Ein Ausdruck ihrer Anstrengung. Und daher nicht uns gehört, sondern ihn. Die Drähte und die Kabel, die Datennetze,
die jetzt kreuz und quer über den Globus verlaufen, gehören ihr. Sie müssen zu ihrem Körper und zu ihrem Verstand werden. Okay, ich weiß aber nicht, was die ganzen Notizen sollen. Wird mir wahrscheinlich jemand später klar. Und ich habe jetzt auf einmal nur 17 Frames. Ich habe irgendwie 15 Frames. Okay, was ist da jetzt los? Hallo? Hallo. Jetzt habe ich gerade irgendwie instant nur noch 10 Frames. Was ist da los? Warum habe ich gerade nur noch so wenig Frames? Ich habe keine Ahnung. 13 Frames. Ich wünschte, ich würde Piraten erforschen. Okay, dann gehe ich einmal kurz zu mir. Also ich hoffe, mit der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Das gibt's doch nicht. Wieso? Wieso ist das jetzt so? Verstehe ich nicht. Egal, dann erstmal die Haftnotiz. Jetzt habe ich auch schon wieder 30 Frames. 60 Frames. Okay, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja, jetzt. Ach, ich habe schon wieder Escape gedrückt. Ah, aber ich könnte ja mal kurz auf Escape bleiben und gucken. Zwei neue Nachrichten. Einmal Security Team. Willkommen bei Abstergo Entertainment. Ihre derzeitige Sicherheitsstufe ist 0. Okay. Und guten Morgen. Schön, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Wir sehen uns ja heute noch. Dann erkläre ich Ihnen alles. Aber falls es Fragen gibt, ich bin immer hier. Okay. Die will sich bestimmt mit mir daten. Klar. Warum auch nicht? So. Gehen wir erstmal in den Animus. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Uns gibt es natürlich auf Facebook, ihr könnt uns auch auf YouTube abonnieren, wenn ihr wollt. Und wir sind auch auf Twitter vertreten unter TGBTV1. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer TGBTV-Team.